Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Speak Easy Lovers. Ich bin Madeleine Afsali und ich bin deine Gastgeberin. In der heutigen Folge wollen wir uns noch näher kommen. Wir tauchen ein in die Welt des Tantra. Und die allererste Anlaufstelle war für mich Nanga Grunow. Sie ist eine Pionierin der Tantra-Massagelehre und hat vor Jahrzehnten die ersten Tantra-Institute in Deutschland gegründet. Viel Spaß bei diesem Interview. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dieses Interview mit mir zu machen. Wir starten gleich los mit der ersten Frage und zwar, Nanga, was ist denn Tantra? Das ist oft gehört und wenig verstanden. Wir beide führen ja jetzt ein Interview über die Tantra-Massage, aber vielleicht kurz für den Rahmen einfach mal den Hintergrund. Würdest du mir da ein bisschen was drüber erzählen? Also Tantra kommt aus Indien und ist einer der großen Erleuchtungswege, wie zum Beispiel auch der Yoga. Und im Tantra geht es um die Erweckung der fünf Sinne und um ein Ausbilden und tiefes Eintauchen in diese fünf Sinne, also in den Körper. Der Yoga geht ja eher weg vom Körper, das Tantra geht ganz rein in den Körper. Und es geht, also Kern für den Kontakt mit Gott oder der Göttin oder dem großen Ganzen ist die sexuelle Vereinigung. Und es besteht aus Ritualen, also es ist eine sehr rituelle Praxis. Und das Yab-Yum, das kennen auch viele, es sind diese Figuren, wo man Mann und Frau in der Vereinigung sieht. Das ist ein Symbol von einem der großen Themen im Tantra, nämlich die Vereinigung des männlichen und weiblichen Anteils in sich selber. Und das wird oft falsch verstanden. Es wird heutzutage oft so gedacht, dass es da wirklich um das Maituna geht, um das Vereinigungsritual. Und das gab es in den alten Tantra-Schulen natürlich auch. Das wurde aber meistens erst dann praktiziert, wenn die tantrischen Mönche und Nonnen, in Anführungsstrichen, also die Tantrika, schon eine sehr hohe spirituelle Praxis selber hatten. Dann haben sie erst angefangen, sich in dieses Maituna zu begeben. Und eines der größten Grundlagen dieser Philosophie ist, mit dem zu gehen, was jetzt ist. Mhm. Und das ist so die tantrische Lebensphilosophie. Geh mit dem, was jetzt ist, atme das, fühle das, geh damit in die Tiefe und zieh daraus deine Lehre. Das klingt wahnsinnig schön und ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht heutzutage, wie man jetzt so im Anführungsstrichen Mainstream Tantra kennt, irgendwie verloren gegangen ist. Wie wird denn Tantra heutzutage praktiziert? Also dazu muss man mal einmal ganz klar sagen, was heute praktiziert wird hier in Deutschland oder in Europa, das muss man Neo-Tantra nennen. Und es hat den Ursprung bei Osho oder Bhagwan. Das war ein großer Guru in Pune, wo ganz, ganz viele Leute hingefahren sind und gelernt haben. Und der hat maßgeblich unsere Körpertherapie-Szene bestimmt, möchte ich sagen. Also fast alles, was es an moderner Körpertherapie, Körperarbeit gibt, kommt von ihm und Sexualität war ihm besonders wichtig. Und die Margot Nasletnikov
hat das nach Deutschland gebracht und natürlich auch nach Frankreich, weil sie Französin. Und darüber haben sich die Tantra-Schulen gegründet. Und Tantra-Schulen beschäftigen sich mit den Themen Selbsterfahrung und Selbstreflexion. Und da geht es um Liebe, Partnerschaft, Sexualität, diese ganzen Themen. Dann gibt es Schulen, die lehren weißes Tantra. Und es gibt Schulen, die lehren rotes Tantra. Und im roten Tantra ist das Maituna, das Vereinigungsritual, Teil des Workshops. Im weißen Tantra ist es das nicht. Da geht es wirklich in erster Linie um Selbsterfahrung und Selbstreflexion in den Themen Liebe, Partnerschaft, Beziehung, Sexualität. Ja? Dann kam die Tantra-Massage über den Andro Andreas Rothe zu uns nach Deutschland. Der war lange in Indien und Ceylon unterwegs gewesen, hat sich dort an verschiedenen Massageschulen verdingt und hat massieren gelernt und hat dort auch einen alten Tantra-Meister gelernt. Es gibt darüber eine sehr, sehr schöne Biografie, sehr interessant. Kam dann zurück und hat hier eine Tantra-Kommune gegründet in Berlin-Kreuzberg. Und hat dann Tantra-Seminare gegeben und auch Tantra-Massage gelehrt. Von ihm kommt dieses Tantra-Massage-Ritual, was heute noch in den meisten Tantra-Massage-Instituten praktiziert wird. Und als wir so Anfang, Mitte der 90er Jahre die Tantra-Massage-Institute gegründet haben in Deutschland, da haben wir dieses Ritual kombiniert mit den großen Intimmassagen, und die kommen von Joseph Kramer und Annie Sprinkle aus den USA. Und der Joseph Kramer hat das Sexological Bodywork begründet. Und das ist heute auch über den Didi Liebold aus der Schweiz. Der hat sich das zur Aufgabe gemacht, das hier in Europa zu verbreiten und hat dafür schon sehr, sehr viel gearbeitet und viel erreicht. Da ist auch die Massage ein zentrales Thema, aber die gehen, die arbeiten richtig an sexuellen Themen. Also das fällt in den Bereich der Sexualpädagogik und Sexualtherapie. Also die machen auch diverse Zusatzausbildungen. Und dann ist Tantra natürlich auch von der Prostitution okkupiert worden, aber da kann man wirklich sagen, da steht einfach Tantra drauf, weil es halt gut klingt und weil es eine Modeerscheinung war, aber das hat mit Tantra überhaupt gar nichts zu tun. Nanga, du bist eine Pionierin in der Tantra-Massage-Lehre. Wie bist du dazu gekommen und was möchtest du durch deine Arbeit erreichen? Also, ich habe mich schon immer für Massage sehr interessiert. Es war jahrelang mein einziges und größtes Hobby. Und als ich so Ende 20 war, habe ich mir das erste Mal einen Kurs in Massage geleistet. Und das war die Yin und Yang Massage beim Andro Andreas Rothe in dieser Kommune in Berlin-Kreuzberg. Ich wusste damals nicht, dass der Tantra-Massage macht und dass das eine Tantra-Kommune ist. Die Yin-Yang-Massage ist ein großes Ganzkörper-Massagesystem und das war für mich was ganz Besonderes, mir das zu leisten. Und ich bin darüber dann auf Tantra und Tantra-Massage gestoßen, habe dann einige Workshops und Seminare beim Andro gemacht und unter anderem eben auch einen Kurs in Tantra-Massage und habe gewusst, okay, das ist genau das, was ich gesucht habe und was ich will. Ich möchte eine Massage haben, die ganzheitlich ist und die die Genitalien nicht ausspart. Sexualität ist auch ein Thema, was mich besonders interessiert. Und da kommt was zusammen, das passt für mich total. Und ich bin dann erstmal 16 Jahre in die Tantra-Massage gegangen, nebenberuflich. Wir haben mit einem ganzen Trupp Frauen damals die ersten Tantra-Massage Institute in Deutschland gegründet. Und nach 16 Jahren habe ich dann die erste Schule gegründet für Tantra-Massage.
in Deutschland und habe auch lange gemischte Kurse und Frauenkurse gemacht. Ab 2009 habe ich dann ein Tantra-Massage-Training von Frauen für Frauen eröffnet, wo es um die Yoni-Massage ging, um die Intimmassage der Frau. Also Yoni ist ein Wort aus dem Sanskrit, was die weiblichen Genitalien bezeichnet, aber auch die Gebärmutter und den großen Schoßraum. Also die sehen die Weiblichkeit größer als nur Vulva und Vagina, Gebärmutter und Eierstöcke. Also da ist immer der spirituelle Raum mit reingedacht. Ja, und so nach und nach habe ich mich immer mehr auf die Frauen spezialisiert. Und jetzt gibt es zwei große Trainings in meiner Schule. Das eine ist eben das Perlentor. Da geht es um die dynamische Frauenmassage. Da gibt es vier Schwerpunkte in der Massage, die ich für wichtig erachte. Der erste Schwerpunkt ist Entspannung. Der zweite Schwerpunkt ist Lust. Der dritte Schwerpunkt ist Ejakulation, weibliche Ejakulation. Und der vierte Schwerpunkt ist dann das Lösen von Schmerzpunkten in der Vagina. Und das zweite große Training, was mir eben auch ein großes Bedürfnis ist, weil es will einfach nicht jede massieren, hat nicht jede Interesse an Massage, das ist das Jadetor und das ist ein Intensivtraining in körperorientiertem Sexualcoaching bzw. Sexualbegleitung. Weil ganz viele Schulen, die sich mit Sexualpädagogik, mit Sexualcoaching oder mit Sexualbegleitung beschäftigen, gehen überhaupt nicht wirklich an den Körper dran. Das ist ziemlich theoretisch. Und bei uns, wir gehen einfach wirklich an den Körper dran, üben mit dem Körper in diesem Training. Und es sind gleichzeitig sehr einfache Tools und sehr wirksame Tools. Und es lässt sich eben auch prima integrieren in schon laufende Praxen von Frauen, die mit dem Thema weibliche Sexualität auf die eine oder andere Art eben schon arbeiten. Und meine Intention, also das, warum ich das überhaupt mache, warum mir das so wichtig ist, das ist, weil ich möchte, dass die Frauen wieder mit sich selber in Kontakt kommen und ihre Sexualität auch wieder selber bestimmen können und lernen, wie funktioniere ich denn überhaupt mit meinem Körper? Was tut mir eigentlich gut? Was kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden? Ja, und wie kriege ich das hin, das in meiner Sexualität umzusetzen? Und zwar sowohl in der sexuellen Selbstliebe als auch in der sexuellen Interaktion, in der sexuellen Begegnung. Anstatt sich immer nach außen zu orientieren und zu denken, welche Ansprüche muss ich erfüllen, wie muss ich aussehen, wie muss ich mich bewegen, wie muss ich zum Orgasmus kommen und diese ganzen muss. Weg und rein zu dem, aha, wie ist es denn bei mir? Ja, so ganz individuell. Das klingt nach einer wunderschönen Intention, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar, wie kann Tantra-Massagen dann meine Beziehungen positiv verändern? Also Sexualität ist ja nicht nur angeboren, sondern die ist ja konditioniert und erlernt. Ja, also wir kriegen zwar keine direkten Anweisungen von unseren Eltern, das ist ja bei uns tabu, und wir erleben unsere Eltern auch nicht mehr in der Sexualität. Wir leben ja nicht mehr in der Höhle, wo alles gleichzeitig stattfindet in der ganzen Gruppe. Aber wir kriegen natürlich kulturell vorgegeben, wie hat Sexualität auszusehen, was läuft da, wie funktioniert das. Es gibt so, bei uns gab es noch die Bravo, ich weiß nicht, ob es die heute immer noch gibt mit Dr. Sommer und es gibt die Cosmopolitan und all
dann gibt es natürlich jetzt im Netz, dann gibt es die Pornografie und so weiter und so fort. Also das ist alles das, was uns lehrt, aha, so geht Sex. Und dann machen wir natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen. Und wenn es gut läuft, dann machen wir auch Erfahrungen, wo wir eigene Wege beschreiten. Wenn es aber nicht gut läuft, dann versuchen wir uns eher in das Schema anzupassen, was wir von außen vorgegeben gekriegt haben. Die gute Nachricht ist, da Sexualität nicht nur angeboren, sondern erlernt und konditioniert ist, kann man sie auch verändern. Also wenn man nicht zufrieden ist mit dem eigenen sexuellen Erleben, dann kann man wirklich lernen, dass es besser wird. Und zwar relativ leicht und wirklich erfolgreich. Und dafür ist die Tantra-Massage eines der idealen Tools. Weil das Tolle an der Massage ist ja, du bist jetzt nicht in der sexuellen Interaktion, sondern du bist in der Massage. Und das heißt, du kannst dich ganz vollkommen auf dich selber und dein Erleben und deinen Körper konzentrieren und musst dir überhaupt keinen Kopf um dein Gegenüber machen. Ja? Und du wirst massiert von einer Frau, die wirklich Ahnung hat von dem, was sie da tut. Zumindest bei mir, wenn sie aus der Perlentor-Ausbildung kommen, dann hat die ihr Handwerk wirklich gelernt und geübt und praktiziert. Und das heißt, du bist auch nicht dauernd damit beschäftigt, mit störenden Berührungen, die sich nicht gut anfühlen, die deine Bedürfnisse nicht genau treffen, ja. Das nächste ist, dass ein Teil unserer Ausbildung beschäftigt sich mit einer tiefgehenden Art von Kommunikation. Also es wird da nicht gequatscht wie beim Wellnessmasseur auf der Bank, sondern es ist eine tiefgehende Fühlkommunikation, wo die Masseurin dich immer wieder fragt, wie fühlt sich das denn an für dich in deinem Körper? Und dann kannst du sagen, wie sich's anfühlt, und dann wirst du gespiegelt. Und das gibt dir das Gefühl, du wirst gesehen und wahrgenommen. Und tatsächlich ist es so. Du wirst gesehen und wahrgenommen. Und du darfst jederzeit sagen, wenn dir an einer Berührung etwas nicht angenehm ist. Kann zum Beispiel sein, die ist zu schnell oder zu fest oder zu leicht. Es kitzelt dich total und das stört dich in deinem Erleben. Und deine Masseurin geht in einen Raum von ja, danke. Danke, dass du mir das mitteilst. Und nicht in den Raum von ja, aber. Ich weiß doch, wie es geht, ja. Und das kennen wir alle aus der Sexualität, wenn wir da in der Interaktion sagen, du, das gefällt mir nicht, mach das bitte anders. Oder ja, genau so ist es gut, mach das bitte so weiter. Passiert beim Gegenüber oft was ganz anderes. Also der Mann oder die Frau ist dann vielleicht beleidigt oder fühlt sich kritisiert oder kann gar nicht in diesen Raum von ja, danke, dass du sprichst, gehen. Und viele von uns haben auch eine Blockade, überhaupt zu sprechen in der sexuellen Interaktion. Ja. Und dafür ist die Massage einfach super. Und die Massage lehrt dich auch, weil sie so langsam und so achtsam ist, quasi wie eine innere Landkarte in deiner Vagina, weil du kannst da ja nicht reingucken. Das nennt sich bei uns Yoni-Mapping, also Map von Karte. Das heißt, wenn du mehrere Massagen genommen hast, die Masseurin spricht dann mit dir und sagt dir genau, wo sie ist gerade. Sie sagt also zum Beispiel, ich bin jetzt gerade an deiner oberen Scheidenwand und ich bin ungefähr 2 Fingerglied tief und jetzt gebe ich mal ein bisschen Druck und fühl doch mal, wie fühlt sich's denn da an? Ja, und so kriegst du nach und nach ein sehr genaues Gefühl von deiner Innenwelt, obwohl du da nicht reingucken kannst. Und das ist halt auch eine Erfahrung, dass ganz viele Frauen haben überhaupt keine Orientierung in ihrer Vagina, wenn wir anfangen mit der Arbeit. Das kommt ganz schnell, aber man muss halt eine bewusste Verbindung machen von unten nach oben. Weil anders als die Männer, die ihre Genitalien vorne auf dem Bauch sitzen haben und die sehen, wenn sie runtergucken, aha, da ist mein Lingam, mein Penis und aha, ich bin erregt, weil der steht, das haben wir Frauen nicht.
Wir sehen nämlich unsere Genitalien nicht. Und dafür ist wichtig, dass wir eine Spiegelübung machen, zum Beispiel, dass wir uns im Spiegel angucken und uns auch anfassen und eincremen, damit das Gehirn Synapsen bildet, die das oben, das Gehirn mit dem unten, mit der Yoni verbinden. Aber eben auch dieses Yoni-Mapping und überhaupt die Massage, wo wir so in aller Ruhe fühlen können, spüren können, nichts leisten müssen, einfach da sein dürfen und das auch noch in einem wohltuenden und angenehmen Raum, wo der Körper sich wirklich öffnet, weil er die Berührung gerne mag. Also dafür ist die Massage ideal. Und auch diese Jadetor-Ausbildung, also wenn man es nicht so mit Massagen hat, wirkt sich durchaus sehr, sehr positiv auf die Beziehung zu dir selbst und auch zu deinem Körper aus. Weil wenn man als Frau gelernt hat, sich im eigenen Erleben sehr gut wahrzunehmen und wenn man sich selbst und den eigenen Körper besser kennt und auch die eigene Yoni gut kennengelernt hat mit ihren Bedürfnissen, ja, und wenn man weiß, was man gerne hat, was man liebt und was man nicht leiden kann, dann kann man natürlich sehr viel besser dafür sorgen, dass auch sexuelle Begegnungen optimal verlaufen. Das hört sich wahnsinnig schön an und jetzt kann ich mir auch zum ersten Mal wirklich was darunter vorstellen. Ich habe auch den Eindruck, dass jetzt wirklich Sexualität eine sehr, sehr große Rolle spielt und da spreche ich jetzt nur für mich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht schwierig ist, sich da zu öffnen oder diese Berührungen so zuzulassen. Welche Rolle spielt denn Sexualität in deinen Tantra-Massagen? Also in meiner persönlichen Philosophie, was die Tantra-Massage betrifft, geht es zwar um Sexualität, aber nicht um Sex oder sexuelle Interaktion. Und ich differenziere das ganz klar. Ja? Und es ist meiner Meinung nach die größte Kunst in der Tantra-Massage überhaupt, dass man für einen anderen Menschen einen Raum eröffnet und hält, wo dieser Mensch sich sexuell voll öffnen kann und gleichzeitig bleibt man als Masseur oder als Masseurin ganz bei sich und ganz im eigenen Raum. Und das ist eine hohe Kunst. Und ich gebe mal ein kleines Beispiel. Also ich bringe eine andere Person nicht zum Orgasmus, weil ich mich dadurch besser fühle oder weil ich dann denke, wow, was bin ich für eine Könnerin oder weil ich dann stolz bin, einen anderen Menschen zum Orgasmus gebracht zu haben oder weil mir das ein Machtgefühl gibt oder all diese Dinge. Ja, das eben nicht. Ja. Und der Didi Liebold vom Sexological Bodywork aus der Schweiz, der hat das mal genannt, professionelle Nähe. Also man kennt ja diesen Ausdruck aus der Therapie von professioneller Distanz. Therapie und Ärzte und Ärztinnen und Sexualtherapie, da geht es immer um professionelle Distanz. Und bei uns geht es um was ganz anderes. Bei uns geht es um professionelle Nähe. Ja, und das finde ich einfach voll auf den Punkt gebracht. Dieser Ausdruck. Denn die eigenen sexuellen Bedürfnisse, die haben einfach in der Tantra-Massage nichts zu suchen als Masseur oder als Masseurin. Jetzt heißt es nicht, dass ich nicht erregt werden darf, sondern Erregung kann sich sehr wohl zeigen. Ja? Und ich nenne das die Drachin reiten. Denn es geht dann darum, dass man die eigene Erregung voll zulassen kann und die trotzdem im Zaun hält und sie bestimmt nicht meine Handlungen, sondern ich bleibe total aufmerksam, ich bleibe total präsent, ich bleibe total in der Wahrnehmung von meinem Gegenüber, also von der Frau, die die Massage empfängt oder dem Mann, der die Massage empfängt. Und spür dem nach, was diese Person braucht. Und nicht dem, worauf ich gerade Bock hätte. Und das ist was ganz anderes. Ja?
Und die eigene Erregung zuzulassen und diesen Drachen zu reiten und die im Zaum zu halten und trotzdem eben voll damit zu sein, das ist ein ganz wichtiges Element, weil hier sind wir im Bereich der Spiegelneuronen angekommen. Ja, also ich kann einen Menschen schlecht in hohe ekstatische Räume begleiten, wenn mein eigenes Gehirn nicht mitgehen darf und mein eigener Körper nicht mitgehen darf. Die Kunst ist eben, mit dieser Erregung wirklich bei mir zu bleiben und sie nicht auf den anderen zu projizieren und meine Handlung dadurch nicht bestimmen zu lassen. So. Das ist so eine der, vielleicht eine der höchsten Künste, die diese Massage von einem fordert. Und dann ist es ja auch so, es gibt Wellen in der sexuellen Energie. Es ist also völlig normal, dass die sexuelle Energie ansteigt und wieder abfällt und nicht zum Orgasmus kommt, sondern von sich aus wieder runtergeht. Und das ist etwas, was die meisten von uns nicht wissen. Und dann denken sie, oh, jetzt ist wieder vorbei und ich bin wieder nicht zum Orgasmus gekommen. Es kommt einfach daher, dass wir immer noch die Sexualität denken aus den Lehren von Sigmund Freud und der Wilhelm Reich, der war da ein ganz großer, und dessen Orgasmuskurve, die wird heute immer noch als Maßstab genommen. Und diese Orgasmuskurve, die führt halt so, wie wir es kennen, als Standard. Da gibt es ein Vorspiel und dann steigt die Erregung langsam an und dann steigert sie sich und steigert sich und steigert sich. Und dann gibt es den Point of No Return und dann gibt es den Orgasmus und dann fällt sie hinterher steil ab. Und jetzt muss man aber wissen, diese Orgasmuskurve, die der Wilhelm Reich da beschrieben hat und die überall als Maßstab genommen wird, so funktioniert Sexualität, so kommt man zum Orgasmus. Die beschreibt nur ein einziges kleines Element aus dem breiten Spektrum der Sexualität, nämlich den Zeugungssex. Das ist die Art und Weise, wie Männer möglichst schnell zu einem Orgasmus kommen, um Nachkommen zu zeugen und dann wieder dazustehen, weil könnte ja der Säbelzahntiger um die Ecke kommen. Und Millionen von Frauen versuchen sich dem anzupassen und Millionen von Männern denken, so geht Sex. Ja? Und dabei ist es in Wahrheit so, dass die Sexualität in Wellen kommt und geht. Und wenn die Welle runtergeht, heißt das überhaupt nicht, es ist vorbei. Das kommt wirklich darauf an, wie man das denkt. Und wenn man dann dabei bleibt, kommt Welle wieder und vielleicht steigt sie dann höher und vielleicht bleibt sie dann auf dem Plateau und dann hält man da und vielleicht fällt sie wieder runter und vielleicht gibt es einen Orgasmus, vielleicht aber auch nicht, vielleicht gibt es nur einen orgiastischen Zustand, der in eine Art von Ekstase führt. Das alles wird bei uns so nicht ohne weiteres gedacht. Sondern denken tun wir eigentlich, ah ja, das ist der normale Sex, den ich gerade beschrieben habe. Ja, und das kommt einfach von einem einzigen Mann. Und der hat natürlich männlich gedacht. Also diese Orgasmuskurve vom Wilhelm Reich, die sollte eigentlich längst überholt sein. Und in der Massage geht es halt nicht um Zeugungssex. Da sind wir meilenweit von weg. Es geht um Selbstwahrnehmung und um das Auskosten von exquisiten Gefühlssensationen, sowohl körperlich als auch emotional. Oftmals geht es auch um Selbsterkenntnis. Also man wird sich oft, wenn man so die Ruhe hat, in die eigenen Befindlichkeiten reinzuspüren, wird man sich auch oft bewusst über automatische Verhaltensmuster, die man so fährt oder wo man sich selber ständig übergeht oder belügt oder was macht, was man eigentlich gar nicht mag, weil man denkt, muss ja so sein. Also es ist auch oft ein Ort der Selbsterkenntnis und manchmal ist es auch ein Ort des Heilwerdens von alten Verletzungen. Also wir gehen durchaus auch an schmerzhafte Bereiche ran, und lösen die, entspannen die vorsichtig,
Es ist auch so, dass die Vagina sehr viel Verspannungen haben kann und oft auch hat. Und dafür ist Massage ja da, Verspannungen zu lösen. Und das ist hier auch nicht anders. Also steht Massage drauf und ist auch Massage drin. Und das alles wirkt sich natürlich sehr positiv auf die eigene Sexualität aus. Ja. Und jetzt gibt es natürlich sehr unterschiedliche Schulen mit sehr unterschiedlichen Intentionen. Also für viele ist so die Intention, die Tantra-Massage den Menschen mitzugeben, damit sie ein größeres Spektrum an Spielvarianten in der eigenen Sexualität haben. Und es gibt auch viele Menschen, die gehen auf Tantra-Kurse oder Tantra-Massage-Kurse, weil sie zu Hause keine Partnerschaft haben, keine Sexualität haben und weil es da Sexualität geben kann, weil sie sich das zumindest erhoffen. Und in der Tantra-Massage ist es Sexualität in einem sicheren Rahmen. Ja? Also ich finde das zum Beispiel eine tolle Geschichte auch für ältere Frauen, die oft in unserer Gesellschaft überhaupt keine Chance mehr haben, noch eine gute Sexualität zu erleben, weil sie aus dem Beuteschema von den Männern sind sie raus und vielleicht haben sie keinen Partner oder keine Partnerin mehr. Und dafür ist zum Beispiel die Tantra-Massage eine ganz sichere Option, eine wirklich gute Sexualität beizubehalten, wenn man sich so alle 6 Wochen mal eine Massage gönnt. Ja, und das ist sehr gesund. Also Sexualität ist ja sehr wichtig für uns. Es ist gesund und in der Massage ist man auch sicher. Also sehr, sehr viel sicherer, als wenn man irgendwie loszieht und sich One-Night-Stands gönnt, die ja auch oft nach hinten losgehen, weil man das kann zwar geil sein, aber so richtig tief erreichen tut einen diese Sexualität ja oft nicht. Ja. Und man geht dabei große Gefahren ein. Also auch in diesem Bereich finde ich die Tantra-Massage ganz toll. Und mir ist es wichtig in meinen Kursen, und das war auch schon so, als ich noch die gemischten Kurse gemacht habe, dass der Sex und die sexuelle Interaktion in den Hintergrund rückt. Ich mag das nicht, wenn sich das vermischt. Weil dann verkommt mir dieses wertvolle Tool, diese Tantra-Massage zum sexuellen Vorspiel und das finde ich total schade drum. Also die kann so viel mehr. Ja. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch in meinen Kursen keine sexuellen Interaktionen im Gruppenraum, wie das bei manchen anderen Anbietern ist. Ich achte da sehr drauf, dass Tantra-Massage und Sex sich nicht vermischen. Und das ist mir wichtig. Es gehört in meine persönliche Philosophie mit rein. Oh, das sind sehr, sehr viele schöne und gute Ansätze, was du erzählt hast. Auch gerade mit der Sexualität bei älteren Frauen. Ich persönlich kenne kein Laufhaus für Frauen, nur für Männer. Und sich dann in einem sicheren Raum selbst zu erfahren, körperlich, egal welche Altersstufe, finde ich, ist wirklich ein unglaublich schönes Angebot. Nanga, wie geht's für dich weiter? Was hast du in Zukunft noch geplant? Ja, also ich habe dieses Jahr 2020 ganz neu aus der Taufe gehoben mit der Inari Helga Hahnl. Ein neues Frauentraining, was ich eben jetzt auch schon angesprochen hatte, nämlich das Jade-Tor. Das ist ein Intensivlehrgang in körperorientiertem Sexualcoaching. Und da geht es sowohl um Selbsterfahrung als auch kann es als berufliche Fortbildung genutzt werden. Dann gibt es natürlich weiter das Perlentor, das ist so das Kernstück meiner Arbeit. Das ist die Ausbildung in dynamischer Frauenmassage. Die wird es natürlich auch 2021 geben. Und seit Monaten baue ich ein Online-Business auf. Das findet man unter nanga.de. Und dort gibt es ganz vieles rund um das Thema weibliche Sexualität. Da findet man zum Beispiel Trance-Reisen und Körperübungen, die man als Downloads runterladen kann und zu Hause praktizieren kann. Die habe ich richtig schön produziert, so mit Musik untergelegt und
France-Reisen, das ist so eine Spezialität von mir und da kann man einfach richtig viel lernen bei. Das ist so ein ganz tiefes Lernen und Erleben. Das kann ich sehr empfehlen. Dann mache ich so einmal im Monat online via Zoom einen Wohnzimmerabend. Die sind begrenzt auf 25 Frauen, da habe ich immer spannende Themen drin. Oder wenn es keinen Wohnzimmerabend gibt, dann gibt es Vorträge. Ich habe jetzt zum Beispiel mit der Boutique Erotik Frau Blum aus Stuttgart, hatte ich jetzt zwei Vortragsabende und das wollen wir nächstes Jahr wiederholen. Der erste war G.A. und weibliche Ejakulation als Vortrag. Sehr schönes Ding geworden. Der zweite hieß jetzt Schoßraumerkenntnisse. Da sind wir eben zusammen auf eine Trance-Reise gegangen. Und die sind auch toll. Und von Vorträgen möchte ich auch gerne noch mehr erarbeiten. Aber dieser Wohnzimmerabend, das ist so eine relativ regelmäßig erscheinende Veranstaltung. Ich poste die über Facebook und man kann sich bei mir auch in den Verteiler eintragen lassen, wo ich dann informiere, wann ist der nächste Termin und was ist das nächste Thema. Und eine Spezialität von mir ist Sexualcoaching und Lebensberatung über Zoom. Das habe ich deswegen eingeführt, weil die meisten Frauen, die zu mir kommen, kommen halt über meine Trainings zu mir. Und da kommen die einfach aus aller Welt. Also ich habe einfach nicht nur Frauen aus Deutschland. Und selbst Deutschland ist ja so groß, dass man nicht einfach mal zu mir nach Hause fährt, um sich ein Sexualcoaching zu holen. Und ich habe aber auch Frankreich und Norwegerinnen und alles Mögliche drin gehabt. Und da finde ich, das funktioniert sehr gut über Zoom. Also das hätte ich nicht gedacht, aber es funktioniert wirklich richtig gut. Und jetzt gerade aktuell, weil jetzt Corona gerade wieder so stark wird und ich meinen nächsten Workshop wahrscheinlich nicht in Präsenz halten werde, arbeite ich ein Wochenendseminar aus zum Thema weibliche Ejakulation. Und das werde ich dann auch anbieten. Das kann man dann ein- oder zweimal im Jahr buchen als Online-Workshop. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da wage ich mich in neues Gebiet vor. Ja, Wahnsinn, dann bist du ja super gut aufgestellt und wir haben super viele Möglichkeiten, uns damit zu beschäftigen und etwas zu lernen und zu erfahren. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das wirklich physisch erfahren, wie gehe ich da vor? Wo wende ich mich jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin hin, wenn ich eine Tantra-Massage buchen möchte? Und worauf kann ich achten? Und wie erreiche ich dich, wenn ich noch ein paar Fragen dazu habe? Also die beste mir bekannte Seite zum Thema Yoni-Massage und Yoni-Masseurinnen, die heißt yoni-massage.info. Die hat die Carla Ostendorf jetzt. Die war auch bei mir in der Perlendor-Ausbildung und die arbeitet als Coachin mit den Themen weibliche Sexualität und pflegt diese Seite. Und da registrieren sich die meisten Yoni-Masseurinnen, die ich so kenne. Das ist eine. Und dann, wenn du jetzt Interesse hast an einer Massage und möchtest wissen, gibt es denn speziell Perlentor-Masseurinnen in deiner Nähe, dann kannst du natürlich mein Büro kontaktieren. Dann gucken wir nach und schauen mal, wen wir da so haben als aktive Perlentor-Masseurinnen. Es ist aber so, du musst trotzdem mit Fahrzeiten rechnen. Also Stunde, anderthalb, 2 Stunden Fahrzeit ist keine außergewöhnliche Sache, denn obwohl ich das Perlentor jetzt schon seit 2009 mache, gibt es nicht so arg viele Frauen, die professionell damit arbeiten. Aber jetzt zum Beispiel hatte ich gerade konkret Anfrage von einer Österreicherin, wen haben wir denn da? Und da hatte ich gleich 4 Frauen in Wien. Also es lohnt sich dann immer, mein Büro zu kontaktieren und mal nachzufragen, gibt es denn jemand bei mir in der Nähe? Gut aufgehoben für Massagen ist man auf jeden Fall in allen Massageinstituten, die dem Tantra-Massageverband angeschlossen sind. Also da lohnt es sich auch, sich daran zu orientieren.
Und vorbereiten kannst du dich am besten dadurch, dass du einfach in diesem Institut anrufst und denen, die da am Telefon sind, Löcher im Bauch fragst, ganz von frisch von der Leber weg. Alles, was dich so ängstigt oder was du so für Fragen hast oder wo du so denkst, wo lande ich denn da? Das sind ja ganz normale Frauen, so wie du und ich. Die sind sehr nett und Telefon ist eines der Hauptakquise-Instrumente in der Massage. Also wir sind es gewöhnt, lange zu telefonieren, ausführlich Auskunft zu geben. Und da kannst du alle Fragen frisch von der Leber weg stellen. Das sind total nette Frauen in der Regel. So, und wenn du dich über Kurse informieren möchtest, kannst du eben auch über mein Büro gehen. Und es gibt zwei Seiten von mir. Es gibt einmal die tantramassage-lernen.de. Da geht es um die Massagen und halt hauptsächlich ums Perlentor. Und dann gibt es die nanga.de und da geht es hauptsächlich ums Jadetor. Und das Büro wird aber von meiner Marianne geführt. Die macht das für beide Bereiche und klärt euch auch gerne auf und informiert euch gerne. Mit mir könnt ihr Telefontermine ausmachen. Ich möchte nicht einfach so angerufen werden, weil mich das in meinem Alltag immer wieder so rausreißt. Aber ich bin eine sehr fleißige E-Mail-Schreiberin, also über nanga@web.de erreicht ihr mich und da antworte ich auch sofort. Schön, vielen Dank. Das klingt gut. Jetzt hast du ja auch schon von deinen Kursen gesprochen. Kann jeder Tantra-Massage lernen und worauf sollte man da achten? Ja, also man sollte auf jeden Fall sich bewusst sein, dass Tantra-Massage der Königsweg der Massage ist und dass man nicht damit anfangen sollte. Also wenn man Interesse hat an Massage, dann ist es immer gut, man fängt erstmal mit was anderem an. Also klassische Massage oder was ja wunderschön ist, die Lomi-Lomi-Massage. Oder so verschiedenste Massagetechniken, da kann man mal so einen kleinen Wochenendkurs machen. Das kann man bei mir jetzt auch noch, aber nur noch im Januar. Da gibt es eine sinnliche Reise, einen Einführungskurs in Tantra-Massage. Da lernt man eine Ganzkörpermassage und die ersten Intimmassagen in einer gemischten Gruppe. Beziehungsweise gibt es einen Einführungskurs auch nur für Frauen, wo es ums Thema Ganzkörpermassage geht und da gibt es eine Yoni-Massage-Meditation. Das ist auch ein wunderschöner Kurs. Und den gemischten Kurs gibt es jetzt nur noch im Januar 2021, aber diesen Einführungskurs in Frauenmassage, wo man den Ga die Ganzkörper lernt, den gibt es dreimal im Jahr. Und massieren ist Voraussetzung, wenn man das Perlentor buchen will. Also man kann nicht als massageunerfahrene Frau ins Perlentor rein, sondern massieren sollte man können. Man muss dafür keine Ausbildung gemacht haben, aber man sollte Praxis haben. Also wenn es so wie bei mir ein echtes Hobby ist, ich habe einfach so viel Massagen gemacht, bevor ich überhaupt meinen ersten Kurs gemacht habe. Ich habe mir das damals alles aus Büchern angelesen und so, ja. Und einfach massiert, 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 massiert. Das reicht mir völlig als Voraussetzung. Was man nicht machen kann, ist keine Ahnung von Massage haben und das Perlentor buchen. Und wenn du dann trotzdem Interesse hast, mit dir und deiner weiblichen Sexualität weiterzukommen, dann bist du im Jadetor besser aufgehoben. Wenn du aber speziell an der Massage interessiert bist und Massage ein Thema ist, was dich interessiert, dann bist du im Perlentor natürlich super aufgehoben. Genau. Super, vielen Dank. Das war ein wahnsinniges Interview. Also ich habe gerade eben schon gesagt, die Antworten haben so viel Qualität und so viel Inhalt. Ich glaube und hoffe, wenn du möchtest, dass wir uns da noch mal das ein oder andere Mal unterhalten werden, noch mal spezieller auf die Themen eingehen. Das war eine wunderschöne Übersicht und ich bin dir sehr herzlich dankbar für dieses Interview. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ihr konntet in diesem Interview genauso viel mitnehmen wie ich. Ich bin unglaublich begeistert von Tantra. Mich interessiert das so sehr.
Und in dieser Podcast-Folge sind wir sehr auf Frauen eingegangen, auf den weiblichen Körper, auf weiblich gelesene Körper. Und ich möchte natürlich niemanden auslassen. Und deshalb wird es in 2 Wochen eine Podcast-Folge geben, wo wir auf den männlich gelesenen Körper eingehen in der Tantra-Massage. Und darauf freue ich mich sehr. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du keine weitere Folge und kriegst immer sofort mit, wenn eine neue rauskommt. Auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Gerne kannst du mir auch bei Apple iTunes eine Rezension schreiben. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über Feedback und Austausch auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Facebook unter Speak Easy Lovers. Ich bin Madeleine Afzali und wir hören uns nächsten Samstag wieder.